Willkommen Leute bei Hot Drauf Let's Play. Wir spielen jetzt mal wieder Zombie vs. Pflanzen. Sorry, dass ich eine Weile nichts mehr drauf geladen habe. Also, ja, da entschuldige ich mich mal. Freunde unterwegs, alles Mögliche. So, okay. Wir beginnen sofort. Adventure. Ja, da habe ich einen Cut gemacht, aber wir starten das Level. Restart. Haut drauf, let's play. House. So. Wir haben die gleich am Anfang. Wir nehmen eine Sonnenblume. Sunflower. Noch eine Sonnenblume. Okay. Nur noch eine Sonnenblume. Das passt dann schon. Und jetzt kommt ein Zombie. Ich komme immer bei drei Sonnenblumen. Wenn ich drei Sonnenblumen habe, kommt immer ein Zombie. Das ist eigentlich immer so. So. Dann machen wir auf der zweiten Spalte nochmal Sonnenblumen hin. Passt schon. Okay. Und jetzt warten wir auf bisschen verrecken. Und derweil pflanzen wir mal Sonnenblumen. Okay. So, da kommt der nächste Zombie. Dann nehmen wir die Sonne. Die Sonnenenergie hier. So. Dann. Okay. Jetzt gehen wir schnell. So, passt doch. Voll gechillt. Ich weiß nicht, ob bald eine neue WoW-Folge herauskommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich war eigentlich nur mit meinem Freund WoW Let's Plays. Also muss ich warten, bis er mal wieder kommt. Aber egal. Ich kann euch versorgen mit Zombie versus Pflanzen oder Minecraft, Class of Deponia. Ich weiß nicht, ob ich morgen ein Minecraft Let's Play mache, werde ich noch schauen, auf was ich am was ich Lust habe. So, gleich kommt die erste Welle. Okay, wir sind schon ausgerüstet für die erste Welle, die wird gleich kommen. Da mache ich noch eine dritte Reihe. Ich habe genug Sonnenblumen. Sonnenenergie habe ich genügend. Und Sonnenblumen habe ich auch genügend. So ist die beste Taktik, wie ich es gemacht habe. Das ist die beste Taktik. Nein. Ja, da zwei Sonnenblumen. Ganze zwei Reihen voll Sonnenblumen, dann noch ganze zwei Reihen von den Pflanzen, die schießen können. Jo, passt doch. Und dann nächste Reihe mache ich dann auch so nur so Walnüsse hin, aber das braucht man dabei nicht, weil das eh noch zu einfach ist. Ich habe mir vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich. Ich denke, ich tue heute länger. Okay, es hat bisher, es leckt etwas, aber das hindert uns nicht, das weiter zu machen. Passt schon. Ich
wir geben nicht so schnell auf. Oder ich gebe nicht so schnell auf. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr mein Kanalhintergrund mögt. Und wenn ihr das Video auch nur cool findet, dann gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr es nicht so gut findet, gebt einen Daumen runter, dass ich sehen kann, ah okay, ich muss da nichts mehr verändern oder ich muss was verändern. So. Dann machen wir noch eine vierte Reihe. Was bleibt uns? Weg ist er. Die Kirsche sind schon simpel. Die sind geil. So, jetzt kommt die letzte. Letzte Runde. Aber bei den Springers muss man vorsichtig. Bei den Springers da. Müssen wir vorsichtig sein, weil die springen über alles drüber wie wahllos, habt ihr schon gesehen. Und wenn sie mal zu euren Blumen da hinkommen oder was ihr auf dem Mal stehen habt, die kauen euch alles weg. Das geht so schnell. Also immer irgendwas in den Weg stellen, weil sie rennen urschnell. Die rennen dann urschnell, wenn die. Und wir bekommen eine fleischfressende Pflanze. Okay. Oh, ja, ja, ja. Die fleischfressende Pflanze frisst Zombies. Ist eigentlich irgendwie komisch, aber okay. Okay. Fleischfressende Pflanze. So. Okay. Wir haben ein neues Zombie in der Haus. Der Buckethead Zombie. Der Buckethead Zombie ist so einer mit so einem Helm auf dem Kopf, mit so einem Stahlhelm. Und der ist die gehen langsamer tot als die mit ihren hässlichen Hüten da. So können wir tun mal das nehmen, was wir brauchen. Weil das braucht man eigentlich kaum, aber ich benutze trotzdem. Fertig. Warte, ich überlege gerade was. Da, das passt doch. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich zocken soll. Einfach einen Link posten, aber das sollte gratis sein. Ich bin, weil ich sparsam bin. Also. Einmal einen Link posten in die Kommentare, was ich zocken für euch soll, und dann geht's schon. Aber kostenlos, das haben wir sehr spannend. So, okay, der erste Zombie ist schon ein bisschen weit gekommen, aber egal. So. Da kommt das nächste Zombie. Thank you.